Navigation brauchen wir auch bei unserem nächsten Thema. Ministerpräsident Stoiber ist allgegenwärtig auf der politischen Bühne, in Bayern, in Berlin und auf internationalem Parkett. Als ob das nicht ausreicht, gab es Edmund Stoiber diese Woche gleich dreimal in der Münchner Regierungszentrale. Das Weißwurstfrühstück genossen der Echte und seine zwei Doppelgänger. Michael Lerchenberg, der Edmund Stoiber immer beim Starkbieranstich dubelt, und Wolfgang Krebs, der Stoiber aus unserem BR-Magazin Quer. Oliver Röhmhild versuchte bei so viel Stoiber den Überblick zu behalten. Ist er's oder ist er's nicht? Sieht wie Stoiber aus, zieht Kameras offensichtlich magisch an und er klingt auch so wie der bayerische Ministerpräsident. Wenn Sie feststellen, dass 71 Jahre Sie jederzeit locker brauchen, um sich in der Politik einigermaßen zurechtzufinden, ist ja viel zu kompliziert. Vor allem stellt sich ganz Bayern eine Frage. Suzelt der bayerische Ministerpräsident oder wenn Sie so wollen, teilt er die Weißwurst oder reißt er sie? Ich reiße sie! Aha, Weißwurst zerreißen, also doch ein Jubel. Wolfgang Krebs, bekannt als der Donnerstagabend-Regierungschef, der immer das letzte Wort in der BR-Sendung hat. Schauen Sie, Berlin, wir ziehen nach Berlin. Auch ich habe das einmal gesagt und dann letzten Endes nicht gemacht und habe dafür großen Undank erfahren. Ja, aber vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Doch zu Unrecht. Denn schauen Sie, genau wie Jürgen Klinsmann habe ich mich in einer schweren Stunde für meine Frau Debbie und Karin und die anderen, die Kinder, entschieden und bin dadurch letzten Endes zum Ministerpräsident der Herzen geworden. Da muss sogar der echte Edmund Stoiber lachen. Der bayerische Ministerpräsident hatte seine Doppelgänger zum Weißwurstfrühstück in die Staatskanzlei eingeladen. Ja, Bayern ist ein reiches Land, kann sich gleich zwei Stoiber-Doubles leisten. Denn da gibt's ja auch noch den Michael Lerchenberg, der Ministerpräsident beim alljährlichen Starkbieranstich auf dem Nockerberg. Dann lästern Sie über mich, undankbares Pack. Söder, es existieren Schmähzeichnungen. Das ist eine ungeheure Provokation, die müssen weg, diese widerlichen Karikaturen. Ja, früher hätten wir es mit Gotteslästerung begründen können, aber hi, Chef. Ja, heute lebt es sich eigentlich gut mit zwei lebenden Karikaturen, aber wer ist jetzt die Nummer 1, 2 und 3? Wenn Sie jetzt von mir jetzt irgendeine große staatstragende Antwort haben wollen, dann muss ich Sie da leider enttäuschen. Vielleicht macht es dann Stoiber 2 oder 0 oder 1. Das ist unfassbar. Das ist eine Gemeinheit, was der Herr Lerchenberg da gerade. Aber gut, wir wollen ihm das nochmal verzeihen. Der echte Stoiber hat übrigens noch versprochen, den beiden anderen zuliebe, dass er noch ganz lange Ministerpräsident bleiben will. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Aussage für heute Abend. Für heute Abend hätte ich beinahe gesagt, für heute Mittag. Ja, ich sage immer, das im Prinzip ist der Stoiber-Job, sage ich mal, ist eine Leibrente. Und dürfen Sie jetzt auch schon an den Kabinettssitzungen teilnehmen? Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber wir sind ja auch so bestens informiert, wenn man sich einigermaßen zurechtfindet. Zumindest ist es so, wenn wir Kabinettssitzungen leiten, dann sagen wir das vorher nicht. Da weiß er mehr als ich, ja? Ich mache das ja auch schon. Ach so, ja, genau. Sehr gut.